Eine wesentliche und ganz wichtige Funktion einer Videokonferenzsoftware ist die Freigabe. Und hier unterscheiden sich die einzelnen Tools auch. Und was bei Zoom möglich ist, das möchte ich in diesem Video gerne einmal zeigen. Deswegen schalten wir jetzt einfach mal um auf den Computer. Ich habe jetzt hier nämlich meine Zoom-Konferenz gestartet, bin als Host da und über zwei andere Geräte ganz normal als Teilnehmer. Und jetzt kann ich als Host als erstes festlegen, wer darf generell in meinem Meeting den Bildschirm teilen und Inhalte freigeben, Inhalte präsentieren. Das kann ich nämlich hier unter dem Button Sicherheit steuern. Wenn hier der Haken bei Bildschirm freigeben nicht gesetzt ist, können nur Co-Hosts und Hosts freigeben, Co-Moderatoren und Moderatoren. Wenn der Haken gesetzt ist, können auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer freigeben. Ein kleiner Tipp am Rande, bei größeren Veranstaltungen empfehle ich einfach, diesen Haken dort wegzunehmen, weil es ist sehr, sehr störend, wenn alle 10 Sekunden irgendjemand da mal drauf drückt, um auszuprobieren, ob die eigene Freigabe funktioniert. Neben dem Button Bildschirm freigeben gibt es nochmal so einen kleinen grünen Pfeil nach oben. Wenn wir hier draufklicken, gibt es die erweiterten Teilungsoptionen und hier können wir nochmal festlegen, wer kann freigeben, nur Host und alle Teilnehmer. Und wenn alle Teilnehmer freigeben dürfen, wer kann dann die Freigabe eines anderen beenden? Kann das nur der Host oder kann das auch jeder Teilnehmer? Wie eine Freigabe beendet wird, das zeige ich auch später in diesem Video. Grundsätzlich die Funktionen bei der Freigabe, die sehen wir, wenn wir hier auf Bildschirm freigeben klicken. Es öffnet sich ein Fenster und hier sehen wir erstmal die Monitore, die an dem Computer angeschlossen sind, sowie die offenen Fenster. Das Whiteboard, das hatten wir in einem separaten Video schon mal gezeigt, ist auch nichts anderes als ein freigegebenes weißes Blatt, wo man drauf kommentieren kann. Es gibt hier noch die Möglichkeit, Apple-Geräte, iPhones und iPads via Kabel oder AirPlay auch zu verbinden. Und es gibt hier noch unter Erweitern die Möglichkeit, Folien als virtuellen Hintergrund einzupflegen. Das heißt, das sind dann PowerPoint-Präsentationen, die werden wie ein virtueller Hintergrund in den Hintergrund geladen und ich bin dann vorne dran immer noch sichtbar. Ich kann hier Teile eines Bildschirms oder Computer-Audio oder auch ein Video zum Beispiel teilen. Wobei bei einem Video immer darauf zu achten ist, hier unten die beiden Haken Ton freigeben und für Videoclip optimieren zu aktivieren. Ansonsten hören die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Zoom-Konferenz nicht den Ton der entsprechenden Freigabe. Neu seit der Version 5.7 ist auch noch folgende Option, wenn ich nämlich Breakout-Räume initiiert habe. Ich starte jetzt gerade einfach mal zu Demonstrationszwecken 3 Stück. Gibt es nämlich die Möglichkeit, wenn ich etwas freigebe, hier einen Haken zu setzen für Konferenzräume freigeben. Das heißt, dann wird die Freigabe in die einzelnen Breakout-Sessions auch übertragen. Allerdings derzeit noch kein Audio und Video, sondern nur die entsprechende Freigabe, also ein Browser. Das nutze ich zum Beispiel sehr gerne, wenn ich Arbeitsgruppen habe und ich dann ein paar Minuten vor Schluss zum Beispiel einen Timer einblende als Freigabe, damit einfach eine zeitliche Orientierung nochmal da, dass man nicht so aus dem Gespräch gerissen wird. Ja, ansonsten, wie gehe ich mit der Freigabe um, wenn andere Personen etwas freigeben? Ich gehe jetzt hier mal gerade in meine andere Instanz und gebe jetzt hier mal einen Bildschirm frei und man sieht jetzt im Prinzip hier in der Zoom-Software, das ist jetzt die Ansicht des Teilnehmers, wenn jemand anderes den Bildschirm freigibt und ich habe hier oben unter Ansicht auch die Möglichkeit, hier auch nochmal verschiedene Layouts, verschiedene Ansichten einzuschalten. Für mich empfehlenswert, womit ich am besten zurechtkomme, das ist einfach, wenn ich den Nebeneinander-Modus aktiviere. Hier kann ich dann, wie gesagt, auf der einen Seite die Freigabe, auf der anderen Seite dann denjenigen, der gerade spricht. Oder ich kann eben auch Nebeneinander-Modus Galerie wählen und dann hier über den Schieberegler das Verhältnis der Freigabe zu den einzelnen Bildern eben auch nochmal regulieren.
Wenn ihr das jetzt seht, fragt ihr euch vielleicht, ja, warum ist das Bild jetzt noch so geblieben? Wenn bei euch jemand freigibt, dann ploppt das komplette Zoom-Fenster im Vollbildmodus auf, was ich persönlich als sehr störend empfinde. Auch das kann man einstellen, wenn ich jetzt hier nämlich in die Zoom-Einstellungen reinklicke, in die Videoeinstellungen und dann eben auf Bildschirm freigeben, habe ich hier die Wahl Fenstergröße bei der Bildschirmfreigabe und hier wähle ich auch immer gegenwärtige Größe beibehalten. Das heißt, dann bleibt das Zoom-Fenster unverändert und springt nicht immer in ja, den Vollbildmodus rein. Ist für mich eine ganz praktische Geschichte. Nun hatte ich erwähnt, dass ich als Host auch die Möglichkeit habe, die Freigabe eines Teilnehmers auch zu beenden. Das funktioniert sehr einfach, indem ich dann hier oben neben dem grünen Balken auf Optionen anzeigen klicke und dann einfach hier sage, die Freigabe des Teilnehmers beenden und schon ja, geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Wie gesagt, mit den erweiterten Einstellungen kann ich auch einstellen, dass nicht nur ich als Host die Freigabe einer Person beenden kann, sondern auch andere Teilnehmer. Das ist nun mal abhängig vom jeweiligen Setting, ob das Sinn ergibt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Manchmal ist es das, manchmal auch nicht. Soweit erstmal der Überblick zum Thema Freigabe bei Zoom. Ich hoffe, hier jetzt auch ein bisschen Klarheit verschaffen zu können. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.